eine Kollegin und Freundin von mir hat gesagt, Maren, jetzt hast du so viel gemacht. Mach doch was Eigenes. Und so ist diese ganze Sache ins Laufen gekommen. Dann haben wir einen Verein gegründet in Deutschland und dann auch gleich im selben Jahr auch noch hier in Kenia. Und dann habe ich alles Mögliche in Deutschland, Privatsachen von mir verkauft, um eben dieses Grundstück hier zu kaufen. Lebensversicherung, alles was man so hat, Auto, alles wurde verkauft, um eben dieses Projekt hier voranzutreiben, weil ich gesagt habe, man kann es auch anders machen. Start für das Projekt Future for Children war das Jahr 2004. In diesem Gebäude wurden etwa 6 Jahre später die ersten Waisenkinder aufgenommen. Aus dem Projekt hat sich im Laufe der Zeit eine Schule mit heute 11 Klassen und über 240 Schülern entwickelt, die Makemba Academy. Gleich neben dem Parkplatz für die Schulbusse befindet sich die Küche. Es ist 11 Uhr. Vorbereitungen für das Mittagessen. Jem, der Koch der Einrichtung, hat alles im Griff. Heute gibt es Mutu Koi, einen frischen Gemüseeintopf mit Bohnen und Mais. Das 12.000 Quadratmeter große Grundstück bietet nicht nur Platz für den Schulbetrieb. Dann haben wir erst angefangen mit kleinem Farming, also mit Landwirtschaft. Ja. Gemüse, weil ich gesagt habe, wenn wir Mitarbeiter haben, dann brauchen wir auch Essen. Also machen wir Gemüseanpflanzung. Dann haben wir mit Kühen und Hühnern und Hasen angefangen, dass wir halt zu essen haben und Milch. Der Schulleiter Herbert sieht nach dem Rechten. Die meisten der insgesamt 17 Lehrer befinden sich im Unterricht. Doch einige haben gerade eine Freistunde und nutzen sie für Korrekturen. Die Vorschulklasse der 4- bis 5-Jährigen. Heute geht es um die Farben. Im Unterricht der Klasse 1 stehen Zahlen auf dem Programm. Die Lehrbücher unterscheiden sich kaum von denen in Deutschland. Musiklehrer Paul kennt seine Pappenheime. Mit dem Singen ist es wie bei uns. Nicht jeder trifft immer gleich den richtigen Ton. Fast alle Klassen sind mit sogenannten Whiteboards ausgestattet, die von Spendengeldern angeschafft werden konnten. Das Schulsystem in Kenia befindet sich gerade im Umbruch. Zukünftig vorgesehen sind 6 Jahre Grundschule, 3 Jahre Junior und 3 Jahre Senior Secondary School, deren Abschluss zu einem 4-jährigen Hochschulstudium berechtigt. Wir haben sehr gute Ergebnisse eigentlich. Wir werden immer mit anderen Schulen verglichen. Ja. Und wir schneiden ganz gut ab, weil wir halt auch Schwerpunkte legen auf Musik, auf Kreativart, auf die ganzen Dinge, die jetzt in diesem neuen Lehrplan schwerpunktmäßig auch fixiert sind. Ja. Und da sind wir natürlich einige Schritte voraus. Kenya, tunayo ipenda. Daima, Kenya, tunayo ipenda.
Was die Makemba Academy ihren Schülern bietet, kann sich sehen lassen. Doch Maren hat schon wieder neue Ziele vor Augen. Ich würde gern generell auf erneuerbare Energien umstellen. Sonne haben wir, Dachfläche haben wir, weil Energie hier zu kaufen ist sehr teuer. Also das muss in den nächsten 3 Jahren muss das umgestellt werden, weil das sind Kosten, die sind unnötig und Sonne ist da. Wir können sogar Wind nehmen. Ja. Wind ist auch optimal. Ja. Nur haben wir noch keine Sponsoren gefunden, die uns da unterstützen können. Ja.